Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Martin Knaub und ich leite hier bei Taylor Wessing die Compliance-Gruppe. Gemeinsam mit meinem Kollegen Karl-Thessen Taube, der Sie gleich hier im Wesentlichen durch das Programm führen wird, freue ich mich, Sie und heute hier bei unserem Update-Transparenzregister begrüßen zu dürfen. Die Notwendigkeit für ein Update rund um dieses Thema bestand seit der Einführung des Transparenzregisters im Jahr 2017 sicher immer wieder. Denn es handelt sich hierbei um ein sehr lebendiges Thema, wie nicht zuletzt die regelmäßigen Anpassungen in den allseits beliebten FAQ des Bundesverwaltungsamts belegen. Sie werden mir aber sicher auch zustimmen, dass mit diesem Themenkomplex auch eine nicht ganz unerhebliche Lästigkeit verbunden ist. Beides, die Notwendigkeit für ein Update und die Lästigkeit des Themas, werden aktuell jedoch auf die Spitze getrieben. Denn das Anfang diesen Monats in Kraft getretene Transparenzregister und Finanzinformationsgesetz bringt einschneidende Änderungen im Zusammenhang mit den Mitteilungspflichten zum Transparenzregister mit sich. Und damit möchte ich auch schon das Wort an meinen Kollegen Herrn Taube geben, der uns die konkreten Änderungen und daraus resultierenden Konsequenzen erläutern wird. Ja, vielen Dank, Martin. Vielen Dank für die Einführung und die Vorstellung. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Webinar. Wir freuen uns sehr über die große Teilnehmerzahl und freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen zu diesem hochaktuellen und hochrelevanten Thema. Kurz einleitend zwei organisatorische Punkte. Und zwar Fragen können gestellt werden. Sie haben hier eine Seitenleiste, in der Sie Fragen eingeben können. Wir werden das parallel beobachten. Und soweit es passt, werden wir eventuell auch während der Präsentation dann direkt darauf eingehen. Aber grundsätzlich haben wir am Ende der Präsentation noch einmal 10 Minuten vorgesehen, um dann eben explizit auf Fragen einzugehen. Und auch dann können Sie noch mal gerne Fragen stellen. Weiterer Punkt, auch in der Seitenleiste gibt es noch den Menüpunkt Umfragen. Wir haben zwei Umfragen in der Präsentation für Sie vorbereitet. Das wird dann nochmal explizit aufploppen. Ich weise dann auch nochmal darauf hin. Aber jetzt schon mal der Hinweis, über diesen Punkt kann dann an diesen Umfragen teilgenommen werden. Und zur Präsentation selbst und unserer Information im Nachgang. Wir werden Ihnen diese Präsentationsunterlagen auch im Nachgang noch einmal zuschicken. Das ist ja regelmäßig recht beruhigend zu wissen, dass man sich jetzt ganz auf die Audiospur konzentrieren kann und nicht alles Schritt für Schritt mitschreiben muss. Genau. So, und damit steigen wir auch schon ins Thema ein. Was ist unsere heutige Agenda? Wir starten mit einem kurzen Überblick der Mitteilungspflichten zum Transparenzregister und da insbesondere einmal kurz als Grundlage zu schauen, wie ermittle ich meine wirtschaftlich Berechtigten, was muss ich da mitteilen? Ja, das ist einfach die wichtige Grundlage. In dem Bereich ergeben sich zwar nicht die wesentlichen Änderungen durch das Transparenzregister und durch die Umstellung des Transparenzregisters auf ein Vollregister. Gleichwohl ist das erstmal die Grundlage, um zu verstehen, welche wirtschaftlich Berechtigten haben wir denn eigentlich und inwieweit entfällt dann für diese wirtschaftlich Berechtigten nun vollumfänglich die Mitteilungsfiktion. Und das ist auch der Kern, ja, hier Punkt 2, die Mitteilungsfiktion. Der Teil, in dem wir darauf eingehen werden, welche konkreten Änderungen ergeben sich jetzt durch dieses neue Gesetz. Und dann in Punkt 3, welche Verfolgungsrisiken bestehen eigentlich? Also nochmal aufgezeigt, inwieweit ist es extrem wichtig, jetzt genau jetzt auch zu handeln, spätestens jetzt zu handeln und diesen Verfolgungsrisiken, die insbesondere jetzt auch durch die Gesetzesänderung virulent sind, diesen entgegenzuwirken. Und wie bereits angekündigt, schließen wir mit Fragen und Diskussionen, wo wir uns gerne auf Ihre Beteiligung freuen. So, zunächst zum Start. Die Mitteilungspflichten zum Transparenzregister. Wer muss denn eigentlich mitteilen? Ja, diesen ersten Teil werden wir jetzt etwas flotter durchschreiten, denn so habe ich es in der Teilnehmerliste gesehen. Wir haben hier viele juristisch versierte Teilnehmer. Insoweit werden wir jetzt nicht ins letzte Detail gehen, aber soweit Detailfragen bestehen, sind wir selbstverständlich auch im Nachgang auch noch für Fragen für Sie da. Kurz zum Überblick. Wer muss eine Mitteilung zum Transparenzregister machen? Adressat der Pflicht ist stets das Unternehmen selbst. Und welche Unternehmen müssen Mitteilung machen? Kurz gefasst, jedes Unternehmen. Das heißt, jede Gesellschaft mit Sitz in Deutschland muss eine Mitteilung zum Transparenzregister zu seinen wirtschaftlich Berechtigten machen und unterliegt damit den Mitteilungspflichten zum Transparenzregister. Ja, einzige Ausnahme ist aktuell noch die Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
Aber soweit ich das hier der Teilnehmerliste entnommen habe, dürfte das hier für keinen relevant sein. Ein weiterer Anwendungsfall ist, dass jetzt so an der Seite auch Vereinigungen mit Sitz im Ausland müssen im deutschen Transparenzregister eingetragen sein, wenn sie in Deutschland Immobilieneigentum erwerben wollen. Und dann gibt es auch noch eine Sonderregelung für Trusts, um diese besonderen Unternehmensformen hier auch abzudecken. Zur Einordnung jetzt hier auf der rechten Seite des Slides zu sehen, nochmal ein kurzer Überblick, wie bettet sich das Transparenzregister eigentlich in den Gesamtregelungszweck des Geldwäschegesetzes ein. Das ist ganz wichtig, um einmal zu verstehen, warum muss ich eigentlich jetzt hier diese Mitteilung machen und wofür werden die genutzt? Ja, also das Geldwäschegesetz, ja, zielt erstmal grundsätzlich darauf ab, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dafür werden bestimmte Verpflichtete im GWG in § 2 bestimmt. Ja, dazu gehören insbesondere Rechtsanwälte, Notare, Immobilienmakler, alle Güterhändler in bestimmten Transaktionen. Und damit diese Verpflichteten zur Geldwäscheprävention bzw. zur Prävention von Terrorismusfinanzierung sehen können, wer steht eigentlich hinter meinem Geschäftspartner? Wer ist ganz am Ende der wirtschaftlich Berechtigte? Dafür soll jetzt eben diese Mitteilung zum Transparenzregister erfolgen. Dafür wird dieses Transparenzregister aufgesetzt. Dafür sind diese Informationen dort hinterlegt. Ja, also der Gedanke, den ich hier vermitteln möchte, ist, das Transparenzregister hat keinen Selbstzweck. Das Transparenzregister dient nicht dazu, komplette Eigentumsstrukturen aufzuzeichnen, sondern das Transparenzregister soll ein Register etablieren, in dem die wirtschaftlich Berechtigten aufgeführt sind, sodass ein Geschäftspartner auf einen Blick sehen kann, gut, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte dahinter und diese Information gegebenenfalls verifizieren kann. Das wird nochmal wichtig sein am Ende, wenn wir schauen, was muss ich eigentlich wie zum Transparenzregister mitteilen. Und damit starten wir auch schon jetzt hier in die erste Umfrage, um einmal zu sehen, wie denn hier überhaupt im Publikum der Stand der Umsetzung der Mitteilungspflichten ist. Ja, das müsste jetzt gleich schon für Sie die Umfrage hier an der Seite aufploppen. Sie haben hier einen kleinen roten Punkt. Wenn Sie die Umfrage anklicken, können Sie dort auswählen. Ja, die Auswahlmöglichkeiten sind hier wir waren stets vorbildlich, von Anfang an die Mitteilungspflichten vollständig und richtig erfüllt. Wir sind uns sicher, dass wir hier komplett gesetzeskonform unterwegs sind, bis dann am Ende, ja, aktuell erfolgen die Prüfungen. Jetzt aufgrund der Gesetzesänderung haben wir uns gedacht, es wird Zeit, sich dort mal Gedanken zu machen und entsprechend tun wir das jetzt auch. Ja, das sind so die Abstufungen dann noch dazwischen. Gerne einmal jetzt hier schauen, was für Unternehmen am ehesten zutrifft. Ja, sicherlich auch viele Unternehmensgruppen hier dabei, wo eine Vielzahl von Unternehmen dabei sind. Suchen Sie sich gerne die Antwort aus, die am ehesten für Ihr Unternehmen zutrifft. Und hier kommen schon zahlreiche Antworten rein. Ja, machen noch 10 Sekunden, dann schließen wir die Umfrage. Aber genau, wir können schon sehen, ja, ein sehr relevanter Teil, ja, knapp circa 40% sind sich doch sehr sicher, dass bisher alles richtig gemacht worden ist. Aber auch, ja, dann 60%, muss man am Ende sagen, sind jedenfalls teilweise erst in den letzten Jahren dazu gekommen, wirklich die Mitteilungspflichten nachzuholen. Und zu großem Teil besteht auch noch Unsicherheiten. Und das ist auch durchaus etwas, was wir in unserer Mandantschaft beobachten können, dass in der Umsetzung der Mitteilungspflichten einerseits aufgrund der vielen, ja, unscharfen Regelungen im GWG und andererseits auch einfach aufgrund der Umsetzungsschwierigkeiten, die einem das Transparenzregister in den Weg stellt, hier häufig noch Unsicherheiten in der Umsetzung bestehen. Damit kommen wir jetzt auch schon zu dem Punkt, wie ermittle ich meinen wirtschaftlich Berechtigten? Auch hier, wie gesagt, nur einmal der kurze Überblick für das Grundverständnis. Ja, wenn wir bei normalen juristischen Personen schauen, also hier die absolute Mehrzahl wird das betreffen, wie ermittle ich hier meinen wirtschaftlich Berechtigten der mitteilungspflichtigen Rechtseinheit? Ja, also wir haben hier ganz oben im Schaubild eine mitteilungspflichtige Rechtseinheit, im Grunde genommen egal welcher Rechtsform.
Irgendeine juristische Person muss nun mitteilen, wer ihre wirtschaftlich Berechtigten sind. Die schaut zunächst auf erster Beteiligungsebene, also auf ihre direkte Muttergesellschaft. Gibt es dort jemanden, der mehr als 25% hält? Ja, diese mehr als 25%-Schwelle ist immer die maßgebliche Schwelle für die wirtschaftliche Berechtigung auf der ersten Ebene. Dann schaue ich im zweiten Schritt auf der zweiten Beteiligungsebene, steht hinter einer Beteiligung mit mehr als 25% eine Person, die diese Beteiligung kontrolliert, was dann dazu führt, dass die kontrollierte Beteiligung mir vollständig zugerechnet wird. Ja. So ist es hier in dem vorliegenden Fall. In dem vorliegenden Fall wird jetzt beispielsweise durch die natürliche Person hier direkt in der nächsten Spalte unter der grünen Linie durch einen größeren Anteil als 50% der Kapitalanteile hier an unserer im Beispiel gewählten GmbH und Co. KG. Durch diese natürliche Person werden mehr als 50% der Kapitalanteile gehalten. Damit wird dieser natürlichen Person Kontrolle über die GmbH und Co. KG zugeschrieben und damit wird diese Beteiligung der GmbH und Co. KG an der mitteilungspflichtigen Rechtseinheit vollständig der natürlichen Person zugerechnet. Also nicht nur anteilig in Höhe ihrer prozentualen Beteiligung an der GmbH und Co. KG. So, in dem hier vorliegenden Beispiel haben wir jetzt, um auch noch den zweiten sehr relevanten Anwendungsfall zu veranschaulichen, die GmbH und Co. KG gewählt und hier noch eine GmbH als Komplementärin eingefügt. Nach Ansicht des Bundesverwaltungsamts sind Komplementäre immer wirtschaftlich Berechtigte. Das heißt, auch wenn ich hier auf erster Beteiligungsebene einen Komplementär habe, ist der immer wirtschaftlich Berechtigter und Komplementäre üben auch immer Kontrolle aus. Das bedeutet, die GmbH vermittelt auch immer eine wirtschaftliche Berechtigung in dieser Kette. Das bedeutet, im vorliegenden Beispielsfall, ich muss jetzt auch noch hinter die GmbH schauen, ist dort vielleicht eine natürliche Person, die Kontrolle ausübt. Im vorliegenden Beispielsfall haben wir es jetzt so gewählt, da steht noch eine natürliche Person, die ein umfassendes Vetorecht hat. Also diese natürliche Person kann jede Entscheidung in der GmbH blockieren und auch das soll nach Ansicht des Bundesverwaltungsamts einen kontrollierenden Einfluss auslösen. Ja, also in diesem Beispielsfall hätten wir auch diese natürliche Person ganz unten rechts, die Kontrolle über die GmbH ausübt. Die GmbH übt Kontrolle über die GmbH und Co. KG aus und die GmbH und Co. KG hält mehr als 25% an der mitteilungspflichtigen Rechtseinheit, die dann eben auch unserer natürlichen Person unten rechts zugerechnet werden. Das führt, nur noch einmal ganz kurz, um das zu verdeutlichen, zu dem abstrusen Ergebnis. Wenn jetzt hier beispielsweise unsere GmbH und Co. KG 100% an der mitteilungspflichtigen Rechtseinheit hält, also hält alle Kapitalanteile, dann hält sowohl die natürliche Person unten links, unsere Kommanditistin oder unser Kommanditist, als auch die natürliche Person ganz unten rechts, die hier Kontrolle über die GmbH ausübt, aus Sicht des Transparenzregisters 100% an der mitteilungspflichtigen Rechtseinheit. Ja, also für beide natürliche Personen wäre jetzt anzugeben, Umfang des wirtschaftlichen Interesses, hier auf oberster Beteiligungsebene muss ich immer schauen, Beteiligung an der mitteilungspflichtigen Rechtseinheit selbst, hier in Höhe der Kapitalanteile, zu welchem Anteil? Zu 100% bei beiden Personen. Ja, das nochmal so für die Besonderheit ja, des Transparenzregisters und der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten. Das ist eine häufige Fehlvorstellung, weil es einfach aus dem gesellschaftsrechtlichen Bereich, wenn man es sich normal anschaut, eigentlich erstmal nicht logisch erscheint, dass die zwei Personen 100% zugerechnet bekommen. Das ist aber nach Ansicht des BVA und nach der Systematik des GWG so gegeben und dementsprechend auch so mitzuteilen. Hier unten haben wir noch einen Hinweis zu den FAQ des BVA. Ja, die FAQ des BVA, das BVA, das Bundesverwaltungsamt, erlässt in unregelmäßigen Abständen FAQ zum Transparenzregister. Viele von Ihnen werden diese kennen. Wer sie nicht kennt, ist eine große Empfehlung, die immer aktuell zu verfolgen. Denn in diesen FAQ stellt das BVA dar, was die Rechtsansicht des BVA ist. Das ist nicht rechtsverbindlich, das ist nicht rechtssetzend.
Das heißt, ein Gericht muss sich nicht an diese FAQ des BVAs halten, tun sie auch nicht. Aber da das BVA die Behörde ist, die zunächst einmal den Bußgeldbescheid ausspricht, also hier die für die Verfolgung zuständige Ordnungsbehörde, ist es natürlich extrem praxisrelevant, was die Rechtsansicht des BVA ist. Und hier in diesem konkreten Zusammenhang hat das BVA schon absolut wechselhafte Ansichten vertreten. Viele von Ihnen werden es mitbekommen haben. Zeitweise hat das BVA vertreten, dass glatt 50% Beteiligung bereits einen kontrollierenden Einfluss auslösen, also man nicht mehr als 50% braucht, und dass jede Form von Vetorecht einen kontrollierenden Einfluss auslöst. Diese sehr weitreichende Auffassung hat das BVA nun aufgegeben. In den neuen FAQ des BVA, die jetzt auch zum 1.8.2021 rausgekommen sind, wurde das auch nochmal explizit dargestellt, dass gerade diese sehr weite Auffassung jetzt aufgegeben ist, dass es im Zweifel nach den Umständen des Einzelfalls zu bestimmen ist. Die hier in dieser Folie aufgeführten Anhaltspunkte sind aber nach wie vor so vom BVA vertreten. Also mehr als 50% komplementäre und umfassende Vetorechte lösen nach Ansicht des BVA noch immer einen kontrollierenden Einfluss aus. So viel zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen im Normalfall. Bei Stiftungen gibt es nochmal eine Sonderregelung, denn in § 3 Absatz 3, da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, für die Interessierten haben wir es hiermit aufgenommen. Hier nur der Hinweis, auch wieder aktuelle Entwicklung, neue FAQ des BVA zu der Frage, wer übt denn Kontrolle über eine Stiftung aus? Ja, also wir haben eine Stiftung, die die Muttergesellschaft meiner mitteilungspflichtigen Rechtseinheit ist. Wir haben hinter der Stiftung noch natürliche Personen stehen und fragen uns, wann übt diese natürliche Person hinter der Stiftung Kontrolle über die Stiftung aus, sodass die Anteile, die die Stiftung wiederum hält, dieser natürlichen Person zugerechnet werden. Da hat das BVA wiederum sehr wechselhafte Ansichten vertreten. Zeitweise waren es alle Vorstände, die gleichberechtigt sind in der Stiftung. Lange Zeit sollte jeder alleinige Vorstand Kontrolle ausüben. In den neuen FAQ des BVA wurden all diese Punkte gestrichen, also insbesondere auch der langjährig vorhandene Punkt, dass jeder alleinige Vorstand der Stiftung Kontrolle ausüben würde, wurde gestrichen. Insoweit ist auch dort wieder etwas mehr Argumentationsspielraum entstanden und sicherlich auch nochmal ein Anlass entstanden, hier nochmal die Beteiligungsketten auf Relevanz dieser neuen Ansicht hin zu prüfen. So, und schließlich und in diesem Zusammenhang sehr relevant, wenn ich und nur dann, wenn ich in den beiden vorigen Prüfungsschritten dazu gekommen bin, dass niemand existiert, keine natürliche Person existiert, die einen kontrollierenden Einfluss auf meine mitteilungspflichtige Rechtseinheit oder eine wirtschaftliche Berechtigung direkt an dieser mitteilungspflichtigen Rechtseinheit hält, dann muss ich auf die fiktiven wirtschaftlich Berechtigten schauen. Und die fiktiven wirtschaftlich Berechtigten sind immer die geschäftsführenden Gesellschafter, gesetzlichen Vertreter oder Partner. Ja, also in der Regel der Geschäftsführer oder der Vorstand meiner mitteilungspflichtigen Rechtseinheit. Ja, also nochmal, um das nochmal hervorzuheben, das ist nur der Fall, wenn ich beispielsweise, ein klassischer Anwendungsfall ist, ich habe eine Gesellschaft, darüber ist eine Muttergesellschaft und die Anteile wiederum dieser Muttergesellschaft befinden sich im Streubesitz. Ja, niemand kontrolliert diese Muttergesellschaft, dann gibt es einfach niemanden, der als natürliche Person die wirtschaftliche Berechtigung an meiner mitteilungspflichtigen Rechtseinheit hält. Also teile ich die Geschäftsführer meiner mitteilungspflichtigen Rechtseinheit mit. Ja, ein beliebter Fehler ist in diesem Zusammenhang, dass man schaut, gut, ich habe hier die mitteilungspflichtige Rechtseinheit, ist ein Joint Venture, ist dann meistens bei diesem klassischen Fehler, Joint Venture, ich habe zwei Joint Venture Partner und auf der einen Seite existiert ein tatsächlich wirtschaftlich Berechtigter, auf der anderen Seite existiert aber keiner. Dann denkt man schnell, gut, den einen teile ich eben klar, den tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten von der einen Seite mit. Bei der anderen existiert ja keiner. Muss ich da jetzt den fiktiv Berechtigten von der Seite eintragen? Klare Antwort, nein.
Ja, ich habe einen tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten, auch wenn er nur von einer Beteiligungsseite kommt. Es reicht aus, wenn ich einen habe, dann kann ich keinen fiktiv wirtschaftlich Berechtigten mehr angeben. Also auch das ganz wichtig, fiktiv wirtschaftlich Berechtigte nur, wenn es überhaupt keine tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten gibt. Und die fiktiv wirtschaftlich Berechtigten, die werden gleich auch nochmal besonders relevant werden, wenn wir uns anschauen, welche Änderungen ergeben sich jetzt durch den Wegfall der Mitteilungsfiktion. Und so kommen wir jetzt auch schon zu unserem aktuellen, ja, zu der aktuellen virulenten Entwicklung, Wegfall der Mitteilungsfiktion. Wie unterscheiden sich alte und neue Gesetzeslage? Und auch da haben wir nochmal eine kleine Umfrage für Sie. Diesmal, um zu eruieren, inwieweit der Wegfall der Mitteilungsfiktion Ihr Unternehmen betreffen wird. Hier haben wir jetzt die Antwortmöglichkeiten. Bisher hat die Mitteilungsfiktion voll oder zumindest zum Teil für einige wirtschaftlich berechtigte Anwendung gefunden. Und nun muss ich erstmals eben für diese wirtschaftlich Berechtigten die Mitteilung durchführen. Zweite Möglichkeit der Antwort ist, man hat bisher bewusst darauf verzichtet, die Mitteilungsfiktion in Anspruch zu nehmen und hat einfach proaktiv sämtliche wirtschaftlich Berechtigten immer mitgeteilt. Dritte Option ist, die Mitteilungsfiktion fand schlicht keine Anwendung in der Vergangenheit. Und letzte Option ist, man hat einfach nie geprüft, welche Mitteilungsfiktionen denn überhaupt bestehen könnten und kann dementsprechend hier keine finale Aussage treffen. Ja, das ist ganz spannend. Also hier haben wir jetzt über 50%, die davon ausgegangen sind, dass entweder vollständig oder zumindest zum Teil in der Vergangenheit die Mitteilungsfiktion Anwendung gefunden hat und auch von dieser Mitteilungsfiktion Gebrauch gemacht haben. Das ist ein Ergebnis, das jetzt wenig überraschend ist. Das sehen wir auch so in der Mandantschaft. Und das ist ja auch durchaus genau der Sinn und Zweck dieser Mitteilungsfiktion gewesen, dass man diese möglichst weitgreifend nutzt und sich so eben die Erleichterungen zugutekommen lässt, die mit dieser Mitteilungsfiktion einhergehen, nämlich, dass man nicht jeden Wechsel erneut mitteilen muss, sondern sich auf die entsprechenden Register berufen kann. Ja, also über 50% haben sich bisher sich auf die Mitteilungsfiktion berufen und für diese 50% ist jetzt die Gesetzesänderung entsprechend besonders relevant und dementsprechend gehen wir jetzt zum Kern des Themas, Wegfall der Mitteilungsfiktion. Ja, also, die neue Gesetzeslage ist mit Blick auf das Transparenzregister und die Mitteilungspflichten zum Transparenzregister. Ja, die Gesetzesnovelle hat noch einige andere Änderungen im GWG mit sich gebracht, aber jetzt hier konkret mit Blick auf das Transparenzregister ist tatsächlich die einzige wirklich relevante Änderung, dass die Mitteilungsfiktion weggefallen ist. Insoweit hier für die 35%, ja, fand keine Anwendung und wurde bewusst verzichtet. Genau, wir haben hier 30%, die bisher sich nicht auf die Mitteilungsfiktion berufen haben. Insoweit da schon einmal jetzt für diesen Zwischenteil die beruhigende Mitteilung. Die neue Gesetzeslage bringt jetzt keine erweiterten Mitteilungspflichten für die vollständig gemachten Mitteilungen. Insoweit können Sie sich in diesem Teil entspannt zurücklehnen. Aber auch für Sie jetzt nochmal zur Rekapitulation. Was bedeutet das? Der Wegfall der Mitteilungsfiktion. Bisher konnte man sich, ja, insbesondere hier bei GmbH, klassischer Anwendungsfall, auf die Gesellschafterliste im Handelsregister berufen. Bei der OHG oder der KG konnte man sich auf den aktuellen Handelsabdruck im Handelsregister berufen, zumindest für die Komplementäre bei der KG, ja, auch wieder Ansicht des BVA, für die Kommanditisten keine Mitteilungsfiktion. Ja, das war ein Wechsel in der Ansicht des BVA 2019-2020. Wer sich also immer noch darauf beruft, dass auch für die Kommanditisten in der KG die Mitteilungsfiktion Anwendung finden sollte, der sollte das nochmal genau prüfen, ob tatsächlich einer der wenigen Ausnahmefälle, die das BVA hier vorsieht, vorliegt. Denn seit Ende 2019, Anfang 2020
ist Ansicht des BVA, dass für Kommanditisten grundsätzlich keine Mitteilungsfiktion Anwendung findet. Jetzt mit dem neuen Gesetz ohnehin nicht mehr. Aber was in der Vergangenheit mit der Mitteilungsfiktion war, ist eben auch noch relevant. Das sehen wir gleich. So, Wegfall der Mitteilungsfiktion. Bisher absolut sinnvoll. Man konnte sich auf andere Register berufen. Man hatte alle Beteiligungsverhältnisse transparent in anderen Registern, Gesellschafterlisten etc. All dies ist nun weggefallen. Diese Referenzen sind nicht mehr möglich. Ja, wenn ich das vorher in Anspruch genommen habe, muss ich jetzt eine neue Mitteilung machen. Ganz besonders relevanter Fall, der fiktiv wirtschaftlich Berechtigte. Ja, nochmal ganz kurz zur Differenzierung. Mitteilungsfiktion und fiktiv wirtschaftlich Berechtigter haben nichts miteinander zu tun. Das ist eine begriffliche Ähnlichkeit, aber rein inhaltlich sind das hier völlig unterschiedliche Tatbestände. Der fiktiv wirtschaftlich Berechtigte, also wir haben es vorhin gesehen, ich habe keinen tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten ermitteln können. Das heißt, ich habe nur fiktiv wirtschaftlich Berechtigte, das heißt, nur meine Geschäftsführer bzw. Vorstände sind meine wirtschaftlich Berechtigten. Die mussten in aller Regel bis jetzt eben nicht zum Transparenzregister mitgeteilt werden, denn diese ergeben sich aus dem Handelsregister. Ja, es ist eigentlich verpflichtend, dass die Vorstände bzw. Geschäftsführer mit allen erforderlichen Angaben im Handelsregister hinterlegt sind bzw. in den anderen anwendbaren Registern. Und dementsprechend konnte hier gerade in der Vergangenheit ganz massiv sich auf die Mitteilungsfiktion berufen werden. Und das war auch besonders sinnvoll, denn gerade in dem Bereich finden ja wesentlich häufiger Wechsel als in der Gesellschafterstruktur statt. Insoweit war es hier ganz besonders sinnvoll, auch die Mitteilungsfiktion in Anspruch zu nehmen. Aber hier auch diese Mitteilungsfiktion entfällt vollständig. Das bedeutet, ich muss jetzt jeden meiner Geschäftsführer zum Transparenzregister mitteilen und ich muss auch jede Änderung in meiner Geschäftsführung zum Transparenzregister mitteilen. Immer parallel zu meiner Handelsregisteranmeldung muss ich jetzt eben auch meine Mitteilung zum Transparenzregister im Kopf haben für sämtliche wirtschaftlich Berechtigte, die für mein Unternehmen Anwendung finden. Jetzt die wichtige Frage, wie ist diese neue Gesetzeslage denn umzusetzen? Das heißt, ich habe mich vorher auf die Mitteilungsfiktion berufen, zu Recht, ja, das ist die wichtige Voraussetzung. Soweit ich bisher mich rechtmäßigerweise auf die Mitteilungsfiktion berufen konnte, gelten jetzt bestimmte Übergangsgrundsätze für mich. Der erste Grundsatz ist, Mitteilungen, die nach der alten Rechtslage richtig waren, bleiben für die Vergangenheit richtig. Ja, das bedeutet, wenn ich im Transparenzregister bis jetzt clean war, das heißt, meine wirtschaftlich Berechtigten tatsächlich nicht mitteilen musste oder rechtmäßigerweise bezüglich einzelner wirtschaftlich Berechtigter auf die Mitteilungsfiktion nicht berufen konnte. Solange ich also insoweit für die Vergangenheit clean war, muss ich das Transparenzregister nicht für die Vergangenheit berichtigen. Ja, die früheren Einträge sind und bleiben richtig. Zweiter Grundsatz ist, wenn ich eine neue Mitteilung nun seit dem 01.08.2021 zum Transparenzregister mache, kann ich mich nicht mehr auf die Mitteilungsfiktion berufen. Das bedeutet, schon rein technisch, wenn ich jetzt eine neue Mitteilung mache, kann ich diese Auswahlmöglichkeiten, weitere wirtschaftlich Berechtigte ergeben sich aus folgenden Registern, nicht mehr anwählen. Also, egal für welchen Zeitraum ich jetzt eine neue Mitteilung mache, ich kann ja jetzt auch für die Vergangenheit, kann mir auffallen, oh, in der Vergangenheit hätte ich die und die Person als wirtschaftlich Berechtigte mitteilen müssen. Dann mache ich jetzt gegebenenfalls nochmal eine Mitteilung für die Vergangenheit. In dieser Mitteilung für die Vergangenheit kann ich mich aber nicht mehr auf die Mitteilungsfiktion berufen. Wie gesagt, schon rein technisch nicht. Aber eben auch so nach der Ansicht des BVA kann ich mich für die Vergangenheit und für die Zukunft jetzt bei neuen Mitteilungen, die ich jetzt erst mache, nicht mehr auf die Mitteilungsfiktion berufen. Und welche konkreten Umsetzungsvorgaben gibt es jetzt für die Gesellschaften, die bisher eine Mitteilungsfiktion hatten? Das ist hier Grundsatz 3. Anstelle der Mitteilungsfiktion muss nun für die Zukunft eine neue Mitteilung erfolgen. Das bedeutet, ich muss nun schauen, die Mitteilungsfiktion ist weggefallen.
ich muss jetzt meine wirtschaftlich Berechtigten mir anschauen, wer existiert denn alles mit welchen Angaben als wirtschaftlich Berechtigter, der sich bisher aus den Registern ergab, den ich jetzt explizit mitteilen muss und muss jetzt innerhalb der Übergangsfristen, dazu sogleich, innerhalb der Übergangsfristen muss ich jetzt eine neue Mitteilung an das Transparenzregister machen und in dieser Mitteilung sämtliche wirtschaftlich Berechtigten, also sowohl alle, die ich bisher schon angegeben habe, als auch die, die sich bisher aus den Registern ergeben haben und dementsprechend eine Fiktion hatten, all diese muss ich nun in einer neuen Mitteilung für die Zukunft im Transparenzregister hinterlegen. Ja, ganz praktisch bedeutet dies, ich gehe jetzt ins Transparenzregister, lege dort meine Rechtseinheit an, gebe dort alle wirtschaftlich Berechtigten ein, die zum jetzigen Zeitpunkt aktuell existieren, gebe als Geltungszeitraum den heutigen Tag an, wenn ich jetzt beispielsweise die Mitteilung heute mache, ab heute bis auf Weiteres und damit bin ich dann meinen neuen Mitteilungspflichten jetzt erstmal gerecht geworden. Ja, also ich muss jetzt nicht für die Vergangenheit irgendwas aufräumen, wenn ich in der Vergangenheit clean war, ich muss aber jetzt für die Zukunft die vollständige Mitteilung machen. Das zu der Umsetzung der neuen Pflichten. Welche Fristen gelten dafür? Da hat der Gesetzgeber relativ großzügige Fristen gesetzt, jedenfalls für einige Gesellschaftsformen. Ja, die Aktiengesellschaft, die ist jetzt noch am ehesten unter Zeitdruck, hier immer bezogen auf die mitteilungspflichtige Rechtseinheit. Also die Aktiengesellschaft als mitteilungspflichtige Rechtseinheit selbst muss bis zum 31. März 2022 diese neuen Mitteilungen, wie eben beschrieben, gemacht haben. Für GmbH insbesondere gilt eine längere Frist bis zum 30. Juni und in allen anderen Fällen, ja, alle anderen, außer die eben hier aufgeführten, gilt die Frist bis Dezember, Ende Dezember nächsten Jahres. So, jetzt wird man sich gegebenenfalls fragen, alle anderen Fälle, KG, OHG, Stiftungen, kleiner Trick hier versteckt. Stiftungen gehören zwar zu allen anderen Fällen, für Stiftungen kam aber auch schon bisher keine Mitteilungsfiktion in Betracht. Also hier der Hinweis, wenn ich bisher mich für eine Stiftung auf die Mitteilungsfiktion berufen wollte, das ging auch schon in der Vergangenheit nicht. Dementsprechend sollte ich da eben auch für die Vergangenheit jetzt tunlichst meine Mitteilungspflichten prüfen und gegebenenfalls nachholen. Nachdem wir nun geklärt haben, wie finde ich meine wirtschaftlich Berechtigten, was passiert nun durch die Gesetzesänderung, ich muss sie nun alle mitteilen, kommen wir nun zu der Frage, was passiert denn, wenn ich sie nicht mitteile, beziehungsweise welche Verfolgungsrisiken drohen und welche Rolle spielen bei der Verfolgung von Verstößen gegen die Mitteilungspflichten zum Transparenzregister einerseits das Transparenzregister selbst und andererseits das Bundesverwaltungsamt. Ja, praktisch hochspannende Fragen. Zunächst einmal zum Transparenzregister. Das Transparenzregister ist tatsächlich der Bundesanzeiger Verlag, der als registerführende Stelle damit beliehen ist, vom Staat dieses Transparenzregister zu führen. Das ist ganz wichtig zu wissen, wenn ich mit dem Transparenzregister kommuniziere, kommuniziere ich nicht etwa mit dem Bundesverwaltungsamt, sondern dann kommuniziere ich mit einer privatrechtlichen Vereinigung, einem privatrechtlichen Unternehmen und deren Mitarbeitern. Dabei ist auch wichtig zu wissen, dass die Ausbildung dieser Mitarbeiter sehr unterschiedlich sein kann und da nicht unbedingt ein juristischer Hintergrund existiert. Ja, das ist einfach schon mal wichtig in der Kommunikation, wie gehe ich mit dem Transparenzregister und mit Beanstandungen um. Was macht das Transparenzregister jetzt mit Blick auf Verfolgungspraxis? Zunächst einmal nimmt das Transparenzregister klar die Mitteilung entgegen und unterzieht diese bereits einer groben Prüfung, dies aber nur nach ganz standardisierten und sehr vereinfachten Standards, die auch nicht unbedingt zwingenden gesetzlichen Kriterien entsprechen. Ja, dazu sogleich zu einem Beispiel. Und wenn jetzt das Transparenzregister bei dieser Erstprüfung der Mitteilung dazu kommt, dass hier eine Beanstandung vorliegt, also dass das Transparenzregister meint, diese Mitteilung könnte eventuell nicht allen gesetzlichen Voraussetzungen entsprechen, dann wird man darauf zwar angesprochen, also man bekommt eine entsprechende E-Mail, es wird aber dennoch eingetragen am Ende, unabhängig davon, ob diese Beanstandung aufgeklärt werden kann oder nicht. Anders bei den Unstimmigkeitsmeldungen.
Ja, was ist eine Unstimmigkeitsmeldung? Wir haben es am Anfang gesehen. Es gibt Verpflichtete nach dem GWG, die verpflichtet sind, ihre Geschäftspartner zu prüfen und zu schauen, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte hinter meinem Geschäftspartner. Wenn diese Verpflichteten, insbesondere Banken sind hier ein sehr relevanter Anwendungsfall, bei der Prüfung ihrer Geschäftspartner feststellen, aha, das ist der wirtschaftlich Berechtigte, ich habe hier alle Informationen, dann ins Transparenzregister schauen und sehen, im Transparenzregister sind aber andere Informationen hinterlegt. Dann liegt eine Unstimmigkeit für diesen Verpflichteten vor. Und dieser Verpflichtete, beispielsweise die Bank, muss dann, also ist gesetzlich verpflichtet, eine Unstimmigkeitsmeldung an das Transparenzregister abzugeben. So entstehen diese Verfahren. Dann bekommt man eine Mitteilung vom Transparenzregister. Das Transparenzregister prüft diese Unstimmigkeit und das kann Monate in Anspruch nehmen, was insbesondere auch damit zusammenhängen kann, dass eben insbesondere bei komplizierten Beteiligungsstrukturen es schwer zu erklären sein kann, was denn jetzt genau der Hintergrund dieser Mitteilung ist. Und dann wichtig zu wissen, ich lande nicht direkt beim Bundesverwaltungsamt, aber wenn sich diese Unstimmigkeit nicht klären lässt, das heißt, wenn ich am Ende das Transparenzregister nicht davon überzeugen kann, dass meine Eintragung richtig ist, beziehungsweise die nicht entsprechend den Wünschen des Transparenzregisters korrigiere, dann gibt das Transparenzregister das Ganze an das Bundesverwaltungsamt ab zur weiteren Verfolgung. Dazu sogleich kurz noch ein, zwei Praxishinweise zum Transparenzregister. Was sind häufige Gründe, warum das Transparenzregister Mitteilung beanstandet? Fast immer behauptet das Transparenzregister, die Angabe zum Umfang des wirtschaftlichen Interesses sei nicht selbsterklärend. Ja, das wird hier vielen bekannt sein. Insbesondere wird gerne eine konkrete prozentuale Angabe erfordert. Das ist nach unserer Auffassung aber nicht erforderlich. Weitere Beanstandung ist häufig, dass für bestimmte Zeiträume bereits zwei Mitteilungen existieren. Ja, da muss man darauf achten, dass man immer klar abgegrenzte Zeiträume hat. Eine Mitteilung darf nicht auf denselben Tag enden, wie die nächste anfängt. Und ganz wichtiger Anwendungsfall, im Ausweisdokument ist ein weiterer oder sind ein anderer Namen noch angegeben, als die, die ich im Transparenzregister angegeben habe. Also häufiger Fall, ich schaue ins Handelsregister, sehe, das sind die wirtschaftlich Berechtigten. Ich sehe im Handelsregister die Namen, übernehme einfach die Namen und trage die auch im Transparenzregister ein. Im Handelsregister sind häufig aber nicht sämtliche im Ausweisdokument vermerkten Namen angegeben. Die Bank schaut jetzt ins Ausweisdokument, erkennt, oh, da sind aber auch zwei weitere Vornamen, die hier nicht im Transparenzregister stehen und gibt eine Unstimmigkeitsmeldung ab. Und diese Angabe ist tatsächlich zwingend zu korrigieren. Das heißt, es müssen alle Vornamen einer Person, eines wirtschaftlich Berechtigten auch mitgeteilt werden. Ja, also das sicherheitshalber immer proaktiv schon angehen, schauen, welche Namen stehen tatsächlich im Ausweisdokument oder sich dies bestätigen lassen. Nun zum Bundesverwaltungsamt. Die Ordnungsbehörde, die hier die Bußgeldverfahren einleitet und leitet. Was macht das Bundesverwaltungsamt und wann wird es tätig? Das Bundesverwaltungsamt prüft die Mitteilung zum Transparenzregister sowohl anlassbezogen als auch automatisiert. Ja, wir schauen uns jetzt mal das Ganze hier auf der rechten Seite anhand des Verfahrensverlaufs an. Und das Bundesverwaltungsamt bekommt entweder vom Transparenzregister selbst nach einer Unstimmigkeitsmeldung, wie gerade beschrieben, den Hinweis, dass hier ein Fehler vorliegt oder dass eine Mitteilung nicht gemacht worden ist, oder das Bundesverwaltungsamt, das haben wir auch schon häufig gesehen, scannt IT-gestützt einfach massenhaft Eintragungen im Transparenzregister, gleicht diese massenhaft mit Eintragungen im Handelsregister ab und ja, schickt dann erstmal einmal pauschal an sämtliche Gesellschaften, die es dort identifiziert hat, Anhörungsschreiben heraus und lässt sich erstmal beschreiben, warum denn jetzt keine Mitteilung vorgenommen worden ist. Also ein Anhörungsschreiben ist nicht zwingend unbedingt schon das Bußgeld, das verhängt wird. Allerdings muss man auch sagen, das Bundesverwaltungsamt ist sehr, sehr schnell dabei, auch ein Bußgeld zu verhängen. Insoweit sollte man auch das Anhörungsschreiben schon absolut seriös und am besten mit rechtlicher Beratung behandeln, denn auf das Anhörungsschreiben folgt schnell das Bußgeld.
und der Bußgeldbescheid. Gegen den Bußgeldbescheid kann man dann Einspruch einlegen. Das Verfahren wird dann über die Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht Köln weitergeleitet und dort entscheidet dann das Amtsgericht durch Beschluss oder Urteil, entweder mit oder ohne mündliche Verhandlung darüber, ob dem Einspruch hier abgeholfen wird oder nicht. Und hierzu ist anzumerken, dass wenn man dann beim Amtsgericht Köln landet, dass man dort dann teilweise eben nochmal die Chance hat, eine andere Rechtsauffassung auch zum Transparenzregister oder mit einer anderen Rechtsauffassung gehört zu werden, als die, die das Bundesverwaltungsamt vertritt. Ja, also es ist wichtig, schon im Anhörungsschreiben oder auf das Anhörungsschreiben hin versiert zu antworten, wenn dann dennoch ein Bußgeldbescheid ergeht und man bereits im Anhörungsverfahren eigentlich sämtliche Argumente vorgebracht hat, dann kann man davon ausgehen, dass auch der Einspruch, dass dem Einspruch nicht abgeholfen wird, man also zum Amtsgericht kommt. Aber auch dort hat man nochmal die Chance, sich gegen das Bußgeld zu verteidigen. Was sind die relevanten Bußgelder? Ja, welche Strafen drohen mir überhaupt? Kann ich auch sagen, dieses Transparenzregister, so teuer wird es schon nicht werden. Davon ist dringend abzuraten, denn bei vorsätzlicher Begehung bis zu 150.000 Euro Bußgeldrahmen, bei leichtfertiger Begehung nur 100.000 Euro Bußgeldrahmen. Aber, und das ist ganz wichtig, sobald ich im Bereich bin, dass ich wiederholt, also jetzt als Mehrfachtäter identifiziert worden bin, mit meinen Verstößen gegen die Mitteilungspflichten, dann steigt der Bußgeldrahmen schon bis zu 1 Million Euro. Das Bußgeld lässt sich tatsächlich auch schon im Voraus berechnen. Konkret gibt es einen Bußgeldkatalog des Bundesverwaltungsamtes, nach dem grundsätzlich durch das Bundesverwaltungsamt ganz standardisiert dieses Bußgeld berechnet wird. Wesentliche Faktoren, auch das kann man sich sicherlich dann ebenfalls im Nachgang nochmal genauer anschauen, aber wesentliche Faktoren, die ich hier hervorheben möchte, ist, dass man für die Nichtmitteilung bereits mit einem Grundbetrag von 1.000 Euro rechnen muss, für die zu spät Mitteilung nur mit einem Grundbetrag von 200 Euro, also nur ein Fünftel des Bußgeldes für die Nichtmitteilung. Das bedeutet, es ist ganz wichtig, sich proaktiv um die Transparenzregisterpflichten zu kümmern und die Mitteilung zu machen, bevor man ein Anhörungsschreiben des Bundesverwaltungsamts bekommt. Ist das Anhörungsschreiben erst einmal da, ist man schon hier im Bereich dieser 1.000 Euro und dann ist es zu spät. Insoweit proaktiv die Pflichten prüfen und umsetzen. Die weiteren Faktoren dann in der Berechnung, Multiplikatoren ja jeweils, sind einmal subjektiver Tatbestand, wirtschaftliche Verhältnisse, Faktor 2 und der Schweregrad des Verstoßes. Faktor 1 und 3 sind bei Erstverstößen leichtfertigen eigentlich immer 1. Faktor 2 kann relevant werden. Das ist in der Regel die Bilanzsumme, die dann durch 1 Million geteilt wird. Wenn ich jetzt aber beispielsweise ein Unternehmen mit einer Bilanzsumme von 10 Millionen Euro habe, dann ist dieser Faktor schon 10. Wenn ich jetzt nicht mitgeteilt habe und den Grundbetrag 1.000 habe, bin ich mit der Multiplikation Faktor 10 mal 1.000 schon beim Bußgeld von 10.000 Euro, das kann schon schmerzhaft sein. Und wenn man dann entsprechend noch wesentlich größere Bilanzsummen hat, kann man sich ausrechnen, wie viel unangenehmer es werden kann. Was ist also zu tun? Was sind unsere Handlungsempfehlungen, um diesen Risiken möglichst entgegenzuwirken? Ganz wichtig ist erst einmal zu beachten, der Vorwurf, der einem gemacht wird, ist, dass man leichtfertig die Pflichten oder Mitteilungspflichten zum Transparenzregister verletzt habe. Ja, also der Leichtfertigkeitsmaßstab ist nochmal ein gehobenes subjektives Verschulden gegenüber der normalen Fahrlässigkeit. Das heißt, grundsätzlich muss mir schon nachgewiesen werden, dass ich in ganz besonders grobem Maße die mir obliegenden Pflichten verletzt habe. Um diesem Vorwurf entgegenzuwirken, empfehlen wir die folgenden Schritte. Es sollte eine sorgfältige und laufende Prüfung meiner gesetzlichen Verpflichtungen vorgenommen werden, insbesondere eben meiner Pflichtenstellung nach dem GWG. Ja, Compliance, aus Compliance-Sicht selbstverständlich. Welche gesetzlichen Pflichten gelten für mein Unternehmen und wie kann ich diesen gerecht werden? Dann zweiter Punkt, ganz konkret prüfen. Was sind meine Mitteilungspflichten zum Transparenzregister? Wer sind meine wirtschaftlich Berechtigten? Und welche Angaben muss ich eben zu diesen wirtschaftlich Berechtigten jetzt an das Transparenzregister mitteilen?
Drittens, die Angaben zu meinen wirtschaftlich Berechtigten einholen und auch ganz wichtig, systematisch auf dem aktuellen Stand halten. Also wir empfehlen da einen jährlichen Turnus, da immer mal zu schauen, sind meine Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten denn immer noch aktuell? Ja, also genau schauen, wieder der Hinweis, was ist der vollständige Name, welche Angaben kann ich hier einholen und dann mitteilen. Und dann dritter Punkt oder vierter Punkt im Prozess hier, meine wirtschaftlich Berechtigten vollständig und zutreffend an das Transparenzregister mitteilen, ist klar. Aber dann ganz wichtig, klare Prozesse und Zuständigkeiten etablieren, um dann eben auch in Zukunft diesen Mitteilungspflichten gerecht zu werden. Ja, mit Prozessen und Zuständigkeiten ist gemeint, einerseits haben wir eingangs schon zu den fiktiv wirtschaftlich Berechtigten bei der Gelegenheit, hatte ich es bereits erwähnt, am besten standardisiert etablieren, immer wenn ich eine Mitteilung zum Handelsregister mache, also wenn ich eine Änderung im Handelsregister anmelde, die relevant ist, immer auch standardisiert sicherstellen, dass auch im Transparenzregister die entsprechenden Angaben aktualisiert werden. Und klare Zuständigkeiten sicherstellen, insbesondere in Konzernstrukturen, dass nicht jedes Unternehmen für sich überlegt, welche Mitteilung mache ich denn zum Transparenzregister und welche Angaben mache ich dort. Das ist einmal in der Außenwahrnehmung kann es sehr schlecht sein, wenn überall was anderes steht, aber man kann sich eigentlich auch sicher sein, dass dort Fehler passieren, wenn jede mitteilungspflichtige Rechtseinheit in der Konzernstruktur selbst überlegt, wer sind denn eigentlich meine wirtschaftlich Berechtigten und wen teile ich da mit. Also da ganz klar die Empfehlung, zentral festlegen, wer bestimmt, für welche Gesellschaften welche Angaben konkret gemacht werden und auch nur von dieser zentralen Stelle eben diese Mitteilung zulassen, sodass da sichergestellt ist, dass nicht jede Rechtseinheit für sich eben irgendwelche Mitteilungen abgibt. Und der letzte, vielleicht wichtigste Punkt ist, das Ganze sorgfältig zu dokumentieren. Ja, also jeden Schritt, den ich hier gerade aufgeführt habe, sorgfältig dokumentieren, denn wenn dann das Bundesverwaltungsamt vor der Tür steht und man feststellt im Nachhinein, es ist vielleicht doch nicht alles perfekt gelaufen, dann kann man anhand dieser Dokumentation jedenfalls nachweisen, wir haben ja grundsätzlich sorgfältig geprüft und jedenfalls der Vorwurf einer leichtfertigen Verletzung kann mir nicht gemacht werden. Das sind unsere wesentlichen Tipps jetzt in der Umsetzung. Wie können wir Sie dabei unterstützen? Wir unterstützen Sie allgemein in der Prävention im Bereich, bei Präventionsmaßnahmen im Bereich des GWG. Wir erfüllen Sie, wenn Sie Verpflichtete nach dem GWG sind, bei der Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten, insbesondere bei KYC, Business Partner Checks. Wir leisten laufende Beratung im Zusammenhang mit dem GWG, Prozessberatung, Vertragsgestaltung sind wir für Sie da. Und ganz konkret mit Blick auf das Transparenzregister unten links einmal Bußgeldverfahren, insbesondere in der Korrespondenz mit dem Bundesverwaltungsamt. Natürlich unterstützen wir Sie gerne auch schon in der Korrespondenz mit dem Transparenzregister, die, wie erwähnt, auch nicht immer ganz einfach ist. Und klar, bei der Umsetzung der Mitteilungspflichten zum Transparenzregister, wie ermittle ich meinen wirtschaftlich Berechtigten? Wir erstellen Kurzvermerke für Sie zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten, um zu dokumentieren, welche Gedanken habe ich mir gemacht, wie bin ich denn darauf gekommen, dass die und die Person mein wirtschaftlich Berechtigter ist. Und wir führen auch gerne für Sie die Transparenzregistermitteilung selbst durch. Das heißt, wir haben hier einen Account und können für unsere Mandanten auch tatsächlich diese Mitteilung zum Transparenzregister vornehmen. Und damit sind wir schon am Ende dieses schnellen Ritts durch die Mitteilungspflichten zum Transparenzregister angekommen und freuen uns jetzt auf Ihre Fragen und auf eine Diskussion dieser Fragen. Und konkret schaue ich jetzt hier schon einmal in die Fragen rein. Posten Sie jetzt gerne auch noch Fragen, soweit welche aufgekommen sind. So, ich muss jetzt, habe gerade die ganze Zeit. Gesprochen.
Ja, ich glaube, einige Fragen haben sich dann gegebenenfalls auch schon während der Präsentation geklärt. Also ich sehe hier zum Beispiel, was gilt während der Übergangsfrist? Ja, während der Übergangsfrist werde ich so behandelt, also hinsichtlich der Mitteilungsfiktion, werde ich während der Mitteilungspflicht so behandelt, als wäre diese Gesetzesänderung für mich jetzt noch nicht in Kraft getreten. Ja, das bedeutet, es entfällt seit dem 1.8.2021 ist die Möglichkeit entfallen, dass ich mich auf die Mitteilungsfiktion berufen kann. Ja, das haben wir ausführlich dargestellt. Ich kann jetzt nicht mehr bei neuen Mitteilungen zum Transparenzregister mich auf die Mitteilungsfiktion berufen. Ich muss aber jetzt erst innerhalb dieser Übergangsfrist die neue Mitteilung machen. Ja, sobald ich dann die neue Mitteilung gemacht habe, ab dann bin ich im Transparenzregister eingetragen und muss diese Eintragung auch aktuell halten. Bis zu dieser ersten Eintragung, beziehungsweise dann für diese erste Eintragung habe ich eben Zeit bis zum Ende der Mitteilung, bis zum Ende der Übergangsfrist. Bis zu diesem Ende der Übergangsfrist gilt es für mich, als wäre ich noch in der alten Gesetzeslage. Ja, also die klare Grenze 1. August 2021 gilt nur für die Möglichkeit, mich auf die Mitteilungsfiktion zu berufen. Die klare Grenze der Übergangsfristen gilt eben für die Unternehmen, die sich bisher auf die Mitteilungsfiktion berufen konnten. Und bis zum Ende der Übergangsfrist werde ich als Unternehmen immer auch noch so behandelt, als würde für mich die Mitteilungsfiktion gelten. Wer darf die Mitteilung an das Transparenzregister machen? Muss das die Geschäftsführung machen oder ein Mitarbeiter? Und wenn ja, wer braucht eine Vollmacht? Mitteilungsverpflichtet zum Transparenzregister ist das Unternehmen selbst. Ja, also Anknüpfungspunkt für die Mitteilungspflichten ist immer das Unternehmen selbst. Das Unternehmen wird vertreten durch die Geschäftsführung. Das heißt, erster Adressat für die Umsetzung dieser Mitteilungspflichten ist auch die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann diese Pflichten aber ohne weiteres auch auf Mitarbeiter delegieren. Da gilt dann dasselbe wie für alle gesetzlichen Pflichten, die ich auf Mitarbeiter delegiere. Mich trifft weiterhin eine Überwachungspflicht. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass ich auch zumindest überprüfe in regelmäßigen Abständen, dass meinen Anweisungen und bei der Übertragung eben auch alles glatt gegangen ist, dass der Mitarbeiter qualifiziert ist, auch diese Pflichten hier umzusetzen. Und dann kann das durchaus auch von einem Mitarbeiter vorgenommen werden. Ja, rein praktisch läuft es so ab: Man legt einen Account beim Transparenzregister an. Man legt eine mitteilungspflichtige Rechtseinheit an. Ja, grundsätzlich kann das jeder für jedes Unternehmen. Es gibt da keine Prüfprozesse. Das bedeutet, auch wir können für Ihr Unternehmen eine solche mitteilungspflichtige Rechtseinheit anlegen und dann die Mitteilung machen. Also grundsätzlich kann es jeder machen. Man muss eben nur wirksam von der Geschäftsführung dann als verantwortliche Person dazu beauftragt worden sein. Und dann können das sowohl Mitarbeiter als auch externe Berater für Sie durchführen. Dann sehe ich hier, wie ist die Mitteilung mehrerer Staatsangehörigkeiten möglich? Das sei über das Dropdown-Menü nicht möglich. Ja, da muss man schauen. Den Hinweis nehme ich gerne auf, denn das ist tatsächlich eine Änderung, die sich jetzt auch noch zu den neuen Mitteilungspflichten ergeben hat, dass man nunmehr alle Staatsangehörigkeiten einer Person im Transparenzregister mitteilen muss. Das heißt, wenn ein wirtschaftlich Berechtigter mehrere Staatsangehörigkeiten hat, muss man die nun alle angeben. Ja, ganz praktisch funktioniert das so: In diesem Dropdown-Menü, das hier schon angesprochen ist, bei der Mitteilung im Transparenzregister kann man dann einzelne Staatsangehörigkeiten anklicken und Sie werden dann sehen, wenn Sie eine angeklickt haben, erscheint ein kleines Häkchen. Wenn Sie dann noch eine anklicken, erscheint auch dort ein Häkchen und so haben Sie dann mehrere angegeben. Ansonsten da, wenn da weiter Probleme stehen, steht auch immer die Hotline des Transparenzregisters selbst für so ganz praktische Fragen zur Verfügung. Ja, was haben wir noch? Ja, Sie können auch, indem Sie hier auf die kleine Zahl oben links neben einzelnen Fragen klicken, können Sie einzelne Fragen auch hervorheben, soweit Sie hier besonders Interesse an einer Frage haben.
Müssen auch minderjährige Begünstigte einer Familienstiftung mitgeteilt werden? Ja. Also das Alter spielt keine Rolle bei der wirtschaftlichen Berechtigung. Wenn ich wirtschaftlich Berechtigter bin, muss ich mitgeteilt werden. Gegebenenfalls kann man hier einen Antrag stellen, dass bestimmte Angaben eben nicht veröffentlicht werden. Aber auch dort ist das BVA tatsächlich sehr restriktiv in der Gewährung solcher Möglichkeiten, einzelne Personen eben von der Veröffentlichung als wirtschaftlich Berechtigte auszunehmen. So, ich schaue hier gerade noch auf beliebte Fragen. Ja, hier ist noch die Frage, gibt es auch ähnliche Änderungen in anderen EU-Mitgliedstaaten? Das wirft hier einen ganz spannenden Kontext auf. Auch das war schon mal eine Frage aus der Mandantschaft. Warum wurde jetzt eigentlich diese Mitteilung hier, beziehungsweise die Mitteilungspflicht eben geändert? Warum ist jetzt die Mitteilungsfiktion entfallen? Das hat tatsächlich einen rein europäischen Kontext. Und zwar sollen jetzt zum Ende des Jahres, beziehungsweise sollen jetzt schon sämtliche europäischen Transparenzregister, also in allen EU-Staaten existieren ja diese Transparenzregister. Das Ganze beruht auf EU-Richtlinien und diese sollen nun EU-weit auch verknüpft werden. Dafür ist es erforderlich, dass in allen Registern EU-weit dieselben Datensätze strukturiert abrufbar hinterlegt sind. Und das war eben in Deutschland bisher nicht der Fall, weil ja, Deutschland es leider nicht hinbekommen hat, die in anderen Registern hinterlegten Daten automatisiert und strukturiert in das Transparenzregister zu überführen. Und weil man diese technische Lösung nicht gefunden hat, hat der Gesetzgeber jetzt ja, die Reißleine gezogen und hat diese die Aufgabe oder diesen Aufwand jetzt den Unternehmen aufgebürdet, dass nunmehr sämtliche Angaben eben nochmal im Transparenzregister hinterlegt werden müssen, damit der EU-weiten Verpflichtung Rechnung getragen werden kann, dass nun EU-weit sämtliche Daten auch in strukturierten Datensätzen zur Verfügung stehen. Ja, also das hat einen EU-Hintergrund, soweit in anderen EU-Staaten ein ähnliches Problem besteht, werden da auch ähnliche Umsetzungsregelungen vonnöten sein. In Deutschland bestand jetzt eben ganz konkret das Problem, dass man es nicht hinbekommen hat, eine automatisierte Überführung der Daten aus anderen Registern, auf die man sich berufen konnte, in das Transparenzregister vorzunehmen. Und dementsprechend ist es jetzt eben in Deutschland ganz speziell so, dass diese Gesetzesänderung erforderlich war und jetzt explizit alles mitgeteilt werden muss. Genau, Einzelkonstellationen beantworten wir gern auch nochmal in einer Einzelprüfung im Nachgang. Dann sehe ich hier noch, müssen auch projektbezogene GbRs gemeldet werden. Wie gesagt, GbRs müssen grundsätzlich als solche selbst nicht mitgeteilt werden. Ja, also eine GbR bleibt stets außerhalb der steht außerhalb der Mitteilungspflichten zum Transparenzregister, wenn es denn tatsächlich eine GbR ist. Ja, wenn ich eigentlich wirtschaftlich tätig bin in einem gewissen Umfang, bin ich ja schnell in dem Bereich, dass ich automatisch zu einer offenen Handelsgesellschaft werde. Da werde ich dann zu einer registerpflichtigen Personengesellschaft und damit entsteht dann auch meine Mitteilungspflicht zum Transparenzregister. Wenn ich aber eine tatsächlich reine GbR habe, habe ich aktuell keine Mitteilungspflicht dieser GbR selbst. Aber vielleicht auch da nochmal wichtig die Ergänzung. Wenn ich irgendwo in der Beteiligungskette eine GbR habe, dann muss ich die natürlich auch berücksichtigen und auch bei dieser GbR schauen, wer steht denn hinter der GbR und für wen vermittelt diese GbR vielleicht am Ende eine wirtschaftliche Berechtigung dann auf unterster Beteiligungsebene. Also GbRs fallen sozusagen nicht vollständig heraus aus meinen Beteiligungsketten und meiner Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. GbRs sind lediglich selbst nicht mitteilungsverpflichtet an das Transparenzregister. So, ich hoffe, wir haben jetzt die virulentesten Fragen hier beantworten können. Ansonsten stehen wir, wie gesagt, auch gerne im Nachgang noch für Fragen zur Verfügung. Wir sind jetzt pünktlich 12 Uhr am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Hier sehen Sie noch einmal unsere Kontaktdaten.
Diese haben Sie auch sicherlich schon im Rahmen der Einladung wahrgenommen. Ja, wir freuen uns auch auf Rückmeldungen, wir freuen uns auf Fragen von Ihnen. Und damit bleibt mir nun, Ihnen alles Gute zu wünschen. Viel Erfolg bei der Umsetzung dieser neuen Pflichten und wir stehen Ihnen da gerne zur Seite. Vielen Dank.